Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Sims 3. Wir sind wieder im 6-Personen-Haushalt. Ich hoffe mal, dass dieses Mal mit der Aufnahme gleich alles klappt. Im Gegensatz zur gestrigen, also die ich gestern Abend aufgenommen habe, beziehungsweise. Nee, doch, war ja gestern Abend. Könnt ihr nicht mal Ordnung halten oder was soll das hier werden? So. Bum, 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 bum. Wo war denn das? Ach, das ist die Butlerin. Alles klar. Und wieso zum Geier ist das hier? Naja, egal. Ich guck mal bei ihr nach. Ui. Sobald sie auch steht, wollte ich gerade sagen, duschen und danach kann sie an ihrem Meisterwerk weiter schreiben. Ja, wunder, dass er nicht gleich sich über den Geruch aufgeregt hat. Ach ja, ihr wart ja, stimmt ja. 75%, na, vielleicht schafft es ja in dieser Folge noch. Okay, das war das. Dann schauen wir mal, was uns der Garten so beschert hat an neuen Sachen. Aha. Okay. Dann würde ich sagen. Oi. Jungchen. Du könntest eigene Fälle übernehmen. Und warum zum Geier geht der nicht zur Arbeit? Wobei am Sonntag, ey, was soll der Scheiß? Das Spiel hat dann Dachschaden, aber in gewaltigen. Das ist also echt. Nö. Gartenpflege ist angesagt, nicht wegwerfen. So, Gartenpflege. Was treibt sie? Ja, die kann auch mithelfen. Na, vielen Dank, dass du nichts gemacht hast. Was für ein Arsch. Na, solange wir an die ran geht, passiert da auch nichts. Immer noch perfekt? Ja, cool. Also was finde ich schon interessant, ja, also dass, wie soll ich sagen, dass die Sims nicht automatisch rangehen, wenn irgendwie etwas aha, okay. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Achso, dass sie nicht automatisch rangehen, wenn da nur eine Verabredung oder so ist. Sondern dass die eben nur dann automatisch rangehen, wenn das mit einem Auftrag verbunden ist. So, was ist das hier? Knoblauch. Aha, okay. Gut, dann spuren wir mal ein bisschen vor. Beziehungsweise diesen da. Ja, bei ihm dürfte ja wohl kein Auftrag in dem Sinne sein vom Bistro. Weil die beiden hier, die haben ja schon. Aha. Ich sollte demnächst mal dran denken, Skype zu schließen, wenn ich. Hast du einen Schatten? Naja, das ist mir egal. Aber auf jeden Fall gehst du vorher, bevor du duschen. Okay, nee. Hunger geht noch, aber du könntest. Ja, Brunch servieren. Und zwar. Pfannkuchen. Warum nicht? Hä?
bei VR verloren. Das ist ja egal. Okay, sie ist hier noch dabei. Dann würde ich sagen, kann sie danach. Jo. Okay. Weil da kann doch nicht mehr so viele sein, oder? Dip, 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 dip. Oh, Sil. Nein, ist er nicht. Oder sie, oder wie auch immer. Moment. Also, das war Knoblauch. Das machen wir. Ey, sag mal! Das gibt's doch nicht, ey. So. Das war das gewesen? Was ist das eigentlich? Multikulti-Pflanze, ja? Lecker, lecker und sehr gut. Hm. Ha. Voll entwickelt. Dann will ich mal. Ups. Sagen. Da könnten die oder könnte er, besser gesagt. Düngen mit. Engelhai und Düngen mit Engelhai. Ups. Wieso geht nicht nur einmal? Na gut. Okay. Und sie wird dann. Das war Knoblauch gewesen, ne? Mehrere Pflanzen. Und zwar 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Und dann geht's weiter. Aha. Okay. Perfektes Gericht essen. Aha. Ja, stimmt. Sie wollte ja was zubereiten. Sie ist hoffentlich noch am Buch schreiben. Ja. Ein Schachspiel. Na, ganz sicher. Wie geht's denn? Ach so. Na gut. Rein theoretisch könnte er duschen. Der ist schon am. Hui. Wie kann die Hygiene im Wasser noch abnehmen? Wie geht denn das? Das geht doch ja nicht. Das ist doch einfach nicht möglich. So, sie kann dann duschen gehen. Ich meine, da sitzt sie schon im. Haushalt zum Essen rufen. Ja. Dum, 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 dum. Ups, eine schöne Zeit haben. Wieso nimmt denn das ab? Ja Leute, da merkt man, dass es eben früh am Morgen ist und es war gerade mein Wecker gewesen. Jo. Von daher, also um genau zu sein, mein Telefon, was auch eine Weckfunktion hat. Hey! Was ist da denn los? Pflanze des Lebens. Hm. Okay, wer von euch hat Früchte des Lebens?
Mal gucken. Frucht des Lebens. 7 Stück. Tomatenstrauch. Pflanze des Lebens. Okay. Dann würde ich mal sagen, radieren wir die aus. Und zwar gleich die ganze Reihe. So, das war das. Mehrere Pflanzen. Und zwar davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Okay. Das war denn das. Und dann schauen wir mal, wie es mit Kochen aussieht. Aha. Er düngt dann danach. Kann er machen. Theoretisch müsste eigentlich eh mal reichen, oder? Was ist das? Grillfest in der Nachbarschaft. Nö, muss nicht sein. Es sind jetzt schon wieder ein Anruf hier. Achso, bei ihm. Kindheitstraum. Hey, so, hier spricht deine Agentur. Ich habe einen Auftrag für dich, aber eher wohltätiger Natur. Die Angestellten der Einrichtung Allgemeines Krankenhaus St. Angela haben gerade angerufen, um zu fragen, ob du nicht die kranken Kinder dort bespaßen kannst. Bezahlung gibt es keine, betrachte es einfach als eine Art Werbekampagne. Na, aber sicher, das kann er doch machen. Kann er gleich machen, so. Was gibt's sonst noch? Ja. Gehst du da hin? Klatsch gleich hier, Junge. So, düngen mit Engelhai. So, also perfekte Multikulti-Pflanze und perfekter Engelhai. No, besser kann doch nicht klappen, oder? Wollt nicht Platz. Ja, Platz hier auch gleich. Okay, Kochen auf 8. Garantiert gehst du zocken, oder was? Ich glaub's hackt, oder was? Diesen da machst du. Junge, ey. Junge, Alter. Echt. Köstlich und delikat lesen. Ja. Wie weit ist er denn? Da ist er schon. Aha, okay. Und sie muss unbedingt wieder arbeiten. Na gut, okay. Kochen ist auf Stufe 10. Das ist in Ordnung. Sie hat Hüngerchen. Aha. Mal gucken, wie weit hat sie denn schon geschrieben? 90%. Alles klar. Dann würde ich sagen, also dringend ist es aber echt noch nicht gewesen. Aber egal. Danach kann sie dann ein bisschen zocken. Damit sie wieder mit einem Spaß hochkommt hier. Und ich dafür auch noch wieder... Ey! Klatsch gleich, Mensch! Die sollte was essen vorher. Verdammter Hacker, Alter. Teller nehmen. Mach jetzt! Himmel, da schon zwirren, ey. So, danach zockst du. Sie kann... Vergiss es. Ebenfalls lesen. Ja. Genau. Er liest schon, sie liest. Ist er im Zug. Könnte er wohl vergessen, dass der da jetzt rangeht, oder? Okay, spulen wir ein bisschen vor. Und zwar bis er hier wieder zurück. Bis er das fertig hat, meine ich. So, dann kann er herkommen und kann danach gleich ebenfalls. Holla, die Waldfee. Was ist denn das? Hä?
So, wie sieht's aus mit ihrem Spaß? Der geht nach oben, das ist schön. Im Pool nackt baden. Aha. 250. Oh, 25 Bestseller schreiben und 11 davon hat sie erst. Da hat sie ja noch ein Ziel, würde ich sagen. Okay, dann kann sie eigentlich danach dann wieder an dem Buch weiterschreiben. Aber erst sobald die Bedingungen optimal sind. Also, ach, was soll's. Kann sie jetzt. Cool. Dann spulen wir vor, bis sie das Buch endlich fertig hat. In der Hoffnung, dass es heute noch klappt hier. Vergiss es, du gehst da nicht ran. Das wäre hier richtig grantig, ey. 93%. Na Junge, die letzten 7 schafft es auch noch. Was? Aha. Okay. Okay. Na endlich, sie hat es geschafft. Ich fass es ja nicht. Okay. Ja, dann kannst du von mir aus machen und erstmal was du willst. Zur Entspannung. Hat ja auch lange noch gedauert mit dem Ding, ey. Mal gucken, ob sie jetzt immer noch ein Meisterwerk schreiben kann oder ob nicht. Ja, kann sie trotzdem noch. Ist ja ein Hammer. Alles klar. Extremes Buch lesen. Na, warum nicht? Aber eigentlich kannst du das hier lesen. Was hältst du denn von der Idee? Oh ja, das brauchst du am ehesten. Plus 15.000? Ich weiß nicht mal wofür. 40 Romane schreiben. Und dafür 5.000. Hm. 26 Hertz. Okay, irgendwo ist gerade die Kochenfähigkeit verbessert worden. Ich weiß nicht bei wem. Schauen wir mal. Ach Quatsch, wo war das hier was? Okay, das war bei ihr. Ach nee, da geht's ja gar nicht. Sie hat es ja schon auf 10. Oh, bei ihm wird es gleich verbessert. Und da war es gerade. Okay. Ausschalten. Okay, ich würde sagen, ihr könnt alle mal aufhören mit Lesen. So. Soel und Sarah waren, glaube ich, hier. Schlafen. Ja, ganz sicher. Der hackt's wohl, wa? Okay, er geht schon pennen. Die beiden auch. Ist in Ordnung. Dann spulen wir mal ein bisschen vor, würde ich sagen. Auch wenn es schon ein bisschen spät ist. Vor allem für Soel.
Und dann gucken wir mal, was uns der Montag so alles bringt. Ja, sicher, mitten in der Nacht kommt ein Anruf. Ich glaube, es klatscht oder was. Okay, da legen gerade die Sprinkler los. Wachstumsstatus, Seltenheit besonders, Düngerstärke hervorragend. Was ist das? Achso, Plasmafrucht. Alles klar. Hui! Kann geerntet werden, dabei zu verwelken. Ja, ich glaube, es hackt oder was. Okay, er ist schon wieder wach. Dann würde ich sagen, wie geht's ihm vom Hunger her? Okay, das ist in Ordnung. Wo ist denn eigentlich die Butlerin hin? Hm. Das schnall ich nicht ganz. Na jetzt, Spaß kann er auf jeden Fall gebrauchen, da werde ich nicht eingreifen. Und um 6 Uhr geht's ja, glaube ich, schon los zur Arbeit, ne? Oh ja, aber sowas von. Wie geht's ihm, Spaß so? Ja, okay, ist in Ordnung. Okay, sie ist auch gerade aufgestanden, das ist schön. Ja, der Montag ist immer der Tag, an dem die meisten Leute beschäftigt sind, würde ich meinen. Jedenfalls hier in dem Haushalt. Weil ich glaube, Montag gehen alle arbeiten. Bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und wo rennt sie jetzt hin? Ja, ganz sicher, hier steht ja auch keine Anlage, oder? Ich glaube, ich spinne, ey. Also ganz ehrlich. Na gut. So, bei Vorgesetzten einschlemmen, bis der in Rutschen kommt. Ja, ey, hallo? Das muss doch wohl nicht sein, oder? Blöde Kuh. Wisst ihr, was du machen könntest? Hier, die sind da. Naja, okay, eben so. Wo wollte die denn jetzt schon wieder hin? Ich glaube, es hackt oder was. Renne! Du dämliche Blöde. Ey, könnt ausrasten, ey. Hat nur Scheiße drauf. Kannst du glauben. Ist doch nicht wahr. Kompliment über Charakter machen bei wem? Kann ja eigentlich bloß mal K sein, hä? Ja, ist es auch. Er geht mal wieder an den Computer. Samen finden. Nö, nicht wirklich. Aber weißt du, was du machen kannst? Du kannst mal duschen gehen. Was hältst du von der Schnapsidee? Okay, die Hygiene sieht gut aus. Der Spaß kommt noch bei der Arbeit, hoffe ich mal. So, normaler Betrieb. Hier, diesen da. So, Charisma. Derzeitige Freunde 10 benötigte 10. Derzeitige 6 benötigte 10. Beziehungen und benötigt. Alter Falter. Na gut, da müsste ich auch mal gucken. Weit entfernter Freund, hat sie sowas? Ja. Hat sie. Okay, dann würde ich sagen. Okay, ist unterwegs und ebenfalls. Wo ist der denn gerade noch hingerannt? Ist der bescheuert? Achso, ihre Limo wartet da. Nicht Limonade, sondern Limousine. Eigene Fälle übernehmen reicht völlig.
Dankeschön. Okay, wer war das jetzt gerade? Sie. Papierkram des Chefs erledigen. Golf spielen, na, das wäre auch lustig, ja? Alles klar. Mit Kollegen unterhalten, ja. Obwohl, was gibt's denn da noch? Es ruhiger angehen lassen? Nö. Und hier mit anderen Wissenschaftlern fachsimpeln, ja. Genau. Und wenn sie dann zurückkommt, kann sie erstmal die Post rausnehmen. Geschäftsmodell. Hey Superstar, hier spricht deine Agentur. Hör zu, Whirlpool Corporate Towers hat gerade, oder Whirlpool, wie auch immer, hat gerade angerufen, um mit dir einen Radiowerbespot für das neue Produkt Lama Moschus Parfum aufzunehmen. Es ist bekannt, dass du eine großartige Karriere vor dir hast, was dem Produkt zum Erfolg verhelfen könnte. Natürlich ist damit auch eine finanzielle Entschädigung verbunden. Aha. Okay. So. Was waren hier noch? Post nehmen. Genau. Das war da noch. Nein, das macht sie nicht. So weit kommt's noch. Ah ja, wir müssen gut aufnehmen, alles klar. Vom Fluss auf den Grill. River McIrish hat gehört, dass du ein wahrer Grillmeister sein sollst und würde nun gerne deinen berühmten gegrillten Lachs probieren. Ich hab Lachs. Bereite eine Gruppenmahlzeit gegrillten Lachs zu und bringe ihn zu River McIrish. Der Sim wird dich sicherlich für deine Mühen belohnen. Aha, okay. Jetzt reicht's mir aber gleich. Im Büro soll eine ganz besondere Party mit einem besonderen Buffet steigen. Als Blickfang des Buffets soll die auffällige Flammenfrucht dienen. Bringe 6 Flammenfrüchte leckerer oder höherer Qualität zum Bürogebäude, bevor die Party anfängt, um eine Finanzspritze zu erhalten. Warum nicht? Meine Fresse, ey. Hier kommen die Aufträge am laufenden Band, ey. Kannst du glauben. Mal nicht einen Moment seine Ruhe. Njem. So. Ich gehe mal kurz hier hin und... Was ist denn das? Geschäftsmodell? Okay. Wo soll denn das sein? Ich dachte, das war... Achso, dann war es vielleicht hier. Fruchtflambe, alles klar. Büro. Ich habe keine Ahnung. Ach da, okay, alles klar. Aha, das war das, Vitamin B. Mit Promi anfreunden? Wer ist es? Fluss vom, vom Fluss auf den Grill, alles klar. Wie sieht's hier aus? Du sollst nicht lesen, du sollst schreiben, du blöde Schlampe! Meine Fresse, ey! Begreift ihr das noch einmal? Immer diese Anrufe während der Aufnahme, ihr könnt so abkotzen, ey. Ganz ehrlich. Die Leute haben echt ein Talent dafür. So, mal gucken hier. Papier kann das Chefs erledigen. Und was ist das? Abstrakt mit. Das klatscht gleich hier. Aber das ist dann garantiert kein Beifall mehr. Ist doch wohl nicht wahr hier. Geh schreiben, du blöde Kuh! Meine Herren! Jetzt reicht es aber! Ach Quatsch, ein Schundroman. Ey. Die soll Geld verdienen, verdammt nochmal!
Stattdessen will die Bücher lesen, ey. Ich glaube, ich spinne oder was? Bei wem bimmelt denn jetzt schon wieder ein Telefon? Und bei ihm. Wer ist es, Junge? Und daran jetzt klatscht das, ey. Ja, warum nicht? Was treibt sie denn hier schon wieder? Du könntest... Ach, was soll das, ist mir egal. Wenn das jetzt ein anderes Buch als Kochen ist, dann klatscht das hier. Ich hab sowas von keinen Bock mehr, ey, ehrlich. Geschäftsmodell, hey, Superstar, Volko, Corporate Towers und so weiter und so fort. Geht's euch noch gut oder was? Wobei, wir hatten den Auftrag eigentlich gekriegt hier. Aha, Feindgesucht. So. Dann spüren wir mal ein bisschen vor, würde ich sagen. Obwohl, Moment mal. Der Garten wartet ja auch noch. Gartenpflege. Und Gartenpflege? Da ist nichts mit Gartenpflege, aber hier. So. Dann würde ich sagen, kann sie diesen da machen. Und dann geht's hier weiter. Und zwar bis der Garten fertig ist. Du kannst übrigens auch was machen, danke. Faule Socke, die, ey, kannst du glauben. Düngerstärke hervorragend. Na, da wird ja wohl jetzt noch kein Lachs dran sein, wa? Oder Engel, ey. Okay, wieso spult das jetzt nicht? Obwohl, Moment. Das läuft da, das ist gut. Läuft. Okay. Da ist auch was zu Ende, würde ich sagen. So, dann kann er auch mithelfen. Wo kann er denn helfen? Da kann er helfen. Wie sieht's bei ihm aus? Aha. Das ist jetzt aber nicht normal, oder? Schreiben? Ja? Ich glaube schon, dass ich dir da... nö. Also, tut mir leid. Ich weiß nicht, was das sein soll. 2000 Tantiemen pro Woche. Das ist ja... Huh? Was soll denn das mal sein, wenn ein Meisterwerk 2000 pro Woche bringt? Hä? So, dann haben wir das Schutzgeld fast komplett eingetrieben, beziehungsweise jetzt ist es komplett. Und dann ist das easy. Naja, Schutzgeld ist es ja nicht wirklich. Aber, naja, kommt dem halt irgendwo nahe. Burgerfleischpflanze, und was ist das? Plasmafruchtstrauch. Okay,
dann würde ich sagen. So, du könntest erst einmal, das ist alles Plasma. Ja, okay, das ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, 1, 2, 3, 4, 5, was ist denn das? Weinstock. Hm. 2, 3. Wassermelonenpflanze und Mist. Wieso waren da eine Wassermelonenpflanze und hier der Weinstock? Das schneide ich jetzt hier nicht. Egal. Würdest du freundlicherweise mal wieder zurückgehen ins normale Menü? Dankeschön. Mann, ey, ey, der auspennt. Ey, nimm auf, sag ich dir, und mach es richtig, sag ich dir. Okay, Himmel, Arsch und Zwirn, komm noch mal klar, Junge! Warum leckt denn der jetzt? Ich weiß nicht, warum der so rumspinnt, aber normal ist echt was anderes. Hör doch mal auf, rumzuspinnen, du Scheißding! Ey, so kann ich nicht arbeiten. Ja. Mach doch mal, dass es geht, Junge! Oh, ich glaub's einfach nicht. So. Oh. Ich hoffe mal, jetzt klappt das wieder richtig hier, sonst rast die Kinder aus, ey. So, also da ist nicht, sondern da. Gut, das war erstmal die Wassermelone. Dann kommt der Weinstock. Ich habe keine Ahnung, warum hier kein Wein dran ist. Das gefällt mir nicht. Auf jeden Fall war hier Plasmafrucht. Na, nicht Zwiebel. Die sind da. Oh. Alles klar. 1, 2, 3, 4, 5. Danach kann sie Garten weiterfliegen. Und ich habe keine Ahnung, warum hier niemand eine Weintraube hat. Was ist denn das? Ah, Multikulti-Pflanzen sammeln. Alles klar. Aha, sie hat mehrere. Er. 1, 2, 3. Gut. Dann machen wir erstmal weiter. Hat die eine Macke? Okay, was haben wir hier? Burgerfleischpflanze. Ah ja, okay. Dann würde ich sagen, das ist Steak und das ist Burgerfleisch. Alles klar. Und dann würde ich meinen, das können wir dann auch gleich mal wegmachen hier. Ich glaube, das mache ich eher von hier aus. Ein Stück rüber. So. 1, 2, 3, 4, 5. Weinstock. Flammenfrucht. Wieso habe ich denn da einen Weinstock angebaut? Ich meine, Wein haben wir doch hier drüben schon. Was soll's?
Muss ich mir mal bei Gelegenheit nochmal die Karte angucken und dann sehe ich das ja, woran es liegt. Okay, mehrere Pflanzen. Und zwar... Eins, zwei, drei, vier, fünf geht nicht. Okay. Nö, dann nehmen wir das nochmal weg und schauen weiter. So, jetzt geht's. Mehrere Pflanzen und zwar... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. Aha. Das ist wieder kein Geldbaum. Schade. Plasmafrucht kann eigentlich weg. Will ich mal auch ausradieren. Limonenbaum. Wieso ist denn der hier? Ach, wahrscheinlich, weil ich ein... Alles klar. Also, das lassen wir noch. Gubamachi. Okay. Wie sieht's bei ihm aus? Aha, okay. Multikulti-Pflanzensamen, aha. Da würde ich sagen, machen wir mal Folgendes. Sie hat da hier auch welchen, ne? Oder? Nö. Wo waren das? Ach, hier. Dann bekommt er das alles. So. Ja. Schauen wir mal. Spulen wir vor. Oder lassen wir laufen, besser gesagt. Den Computer einfach mal arbeiten lassen. Uiui, muss der müde sein. Oh ja, ist er auch. Hä? Ach so. Okay. Kusastika. Okay, sie geht schon duschen, das ist schön. So, ihr könntet dann... Nee. Duschen. Aha, okay. Duschen gehen. Und er geht danach hier. Wenn das soweit ist. Okay, gucken wir mal, wie weit sie hiermit ist. 10%. Na ja, gut. Aber mit einem einzigen Buch, wie soll sie da 7500 zusammenkriegen? Das geht doch bald ja auch nicht, oder? Ich meine, was soll das für ein Buch sein? Ein Lexikon? Selbst mit dem würde sie nicht so viel verdienen. Vergiss es. Du gehst duschen. Und zwar zackig. Cool, dann hat er das ja bald komplettiert. Würde ich meinen. Na gut, auf jeden Fall soll es dann fast schon wieder alles mit der Folge gewesen sein. Ich werde mal vorspulen hier. Und... Uiui. Erschöpft. Ja, kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, wenn er nach Hause kommt, dann ist er echt so müde, dass ihm sogar der Fußboden wie ein gemütliches Bett erscheint. Aha. Kann ich mir vorstellen. Yep.
Garantiert nicht. Du gehst pennen, Junge. Auf jeden Fall, aber sowas von. Moment. Schlafen. So, das sollte erstmal gewesen sein. Und an dieser Stelle sage ich mal wieder meinen Standardspruch sozusagen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Wenn ihr zufällig über diese Folge gestolpert seid und sie euch gefallen hat, freue ich mich auch über ein Abo. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, also was kann ich besser machen, freue ich mich auch darüber und ich werde dem möglichst bald nachkommen. Und ja, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder vorbeischauen wollt, würde ich mich auch darüber freuen. Und das soll es dann für heute mal gewesen sein. Und ich sage deswegen mal tschüss. Ja, das ist es dann gewesen. Warum zum Geier? Der muss echt erschossen sein, ey. Geh pennen, sagt ihr. Und es bufft hat. Gut. Das sollte jetzt aber echt gewesen sein, denke ich mir mal. Ich guck mal nochmal schnell auch hier bei diesen Teilen rein. Okay. Ja, das war's. Okay, also bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Ich sag dann mal, ups.